Hi, willkommen zu einer neuen Folge Alterna Noctis. Weiter geht's in der unterirdischen Krypta. Wir haben letztes Mal zwar ein neues Gebiet gefunden schon. Aua. Hör auf damit. Bring mich mal ein bisschen in Sicherheit. Sonst sterbe ich hier. Was ich sagen wollte, ja genau, wir haben in der letzten Folge ja schon diese unterirdische Mine gefunden, aber das ist hier alles verschleiert noch. Das heißt, es ist ein neues Gebiet, wofür ich eine Karte auch brauche. Die wird es da unten bestimmt irgendwo geben, aber wir machen erstmal mit dem zweiten Gebiet hier weiter. Da gibt es noch einiges zu entdecken. Vor allem diese Krypta-Quest haben wir ja noch, wo wir diese Noten finden müssen. Okay, da unten kann ich aber auch lang. Ja, jetzt mal mich wieder ein bisschen fit machen, das ist gar nicht mal schlecht. Ich gehe erstmal oben lang. Das Spiel hat so viele optionale Wege, ne? Also, ich kann schon nachvollziehen, warum das. Als ob der hier runterkommt. Warum das so viel Spielzeit nach sich zieht, ne? Es gibt richtig viel zu entdecken. So, jetzt kann ich eine Abkürzung aufmachen und einen Checkpoint aktivieren. Das war hier, okay. Dann gehe ich erstmal nach unten. Was ist das? Juwel Katalysator erhalten. Was macht das? Reduziert die Kosten deiner Blutfähigkeiten ein wenig. Gilt nicht für deine Heilung. Okay. Aber besser als der andere wird das schon sein. Das verstärkt ja nur kritische Treffer, wenn ich das noch richtig weiß. Dass das für die Heilung nicht funktioniert, ist schade, aber dann wäre es auch wahrscheinlich ein bisschen zu stark. Ich habe einen weiteren Fähigkeitspunkt. Ja, ich habe aber wie gesagt, Ewigkeiten schon keinen Thron mehr gefunden. So, öffnen wir die Kiste. Okay, da oben komme ich nicht hin. Selbst wenn ich voll durchziehe. Nein. Dann gehen wir wieder runter. Wo lande ich hier? Da war ich eben. Ja, da komme ich jetzt nicht weiter. Unten ist das Minengebiet. Ganz am Anfang des Gebiets war noch was. Ja, super. Aber ich finde schade, dass hier kein Thron ist. Die sind echt ein bisschen zu selten. Also die Kontrollpunkte sind, oh, sind ja sehr, sehr fair. Wo muss ich hin? Nach unten. Lass mich hier durch. Ich will eigentlich schnell zum Anfang hier. Das finde ich cool. Durch den Dash kannst du relativ, wenn du keinen Bock hast, vorbei hier. So, ein Kontrollpunkt ist schon mal gut. Ja, super. Oh, ich bin gestorben. Gar nicht mal so einfach wieder zurückzukommen. Ah, ich hätte das Timing bloß versaut. Es ist eigentlich doch einfach. Mann!
Was zum Teufel? Es könnte passieren, dass ich meine Seelen verliere. Weil ich hier einfach zurück möchte. Da unten ist eine Kackplattform. Wieso habe ich die nicht gesehen? Lass mich hier hoch. Nächster Kontrollpunkt. Bin gleich schon wieder tot. Aber ich habe den Kontrollpunkt ja passiert. Die sind ja, wie gesagt, sehr fair. Da ist der nächste. Ich möchte jetzt zum Anfang des Gebiets wieder. Oh. Weil da habe ich eine Weile noch nichts gemacht. Und dann bleibt uns noch. Hallo, ich bin gedashed! Was soll das? Was wollte ich sagen? Dann bleibt uns noch da, wo der Friedhof zu Ende ist. Wahrscheinlich wäre es besser, an dieses Ende von dem Friedhof zu gehen. Da wäre wahrscheinlich ein Thron gewesen. Dann könnte ich mir das hier jetzt alles sparen. Das war so unnötig. Lächerlich. So. Hier ganz am Anfang habe ich ja einen Raum weggelassen. Wo war? Hier, da oben kommt er gleich. Oder? Ja. Ja, hat ja nur 7 Minuten bisher gekostet, ne? Ich habe noch nichts wirklich geschafft. Aber Metroidvania ist halt so. Es wird auch ein Projekt mit vielen Folgen sein. Davon gehe ich mal safe aus. Also wir haben jetzt, das ist jetzt die 5. Folge und ich habe 7%. So, ja, es führt in einen ganz anderen Bereich. Das ist schon mal gut. Dann versuchen wir mal heute hier was zu schaffen. Wenn du mir jetzt erzählen willst, dass ich hier nicht hoch kann und ich hier umsonst hingelatscht bin, ne? Oh Mann, Mann, Mann. Der nächste Bereich, den ich nicht machen kann. Aber so schlimm ist es nicht, dass ich dann zurückgelaufen bin. Wir können noch draußen was machen. Weil da, wo ich die letzte Folge durch die Tür gegangen bin, da geht es anscheinend ja. Im Endeffekt weiter. Junge, nerv nicht! Aber ich war hier rechts noch nicht. Einen Trank kann ich nehmen, er hat mir einen. Hä? Lag da nicht einer? Okay, dann kann ich nicht gucken. Dann bin ich mal gespannt, wohin dieser Weg mich bringt. So ein Checkpoint ist schon mal wichtig. Innerer Bereich, Weg des Glaubens. Ich will am liebsten. Wir haben ja einen zweiten Schlüssel gefunden. Ich will einen verdammten Thron finden. Was haben wir hier? Was ist das? Ich habe irgendwas gefunden. Ah, ein Seelenspiegelfragment ist das. Das wäre Nummer 3. Wenn wir 10 haben, sollen wir ja zurückkehren.
habe einen Heiltrank gehalten und das vor allem, das ist wichtig. Kann man die öffnen? Okay, für diese Tür brauche ich einen Schlüssel. Mal wieder. Aber kriege ich schon. Vielleicht findet man den hier sogar gleich. Oben ist eine Kiste. Das ist wieder... Ja, da komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Vielleicht von der anderen Seite. Ja, andere Seite sieht auch schlecht aus. Es gibt so viele Bereiche schon. Ja, ja, ist halt Metroidvania, ne? Ist halt Metroidvania. Also mein Plan ist eigentlich so... Zentraler Platz, Ziergärten, dass ich nochmal zurückkehre, sobald ich alle Fähigkeiten habe. So, hier dieses Blitzteil kriege ich jetzt. Hä? Kann man damit nichts machen? Okay. Hier geht's runter. Machen wir mal. Nee, machen wir nicht, weil die Tür zu ist. Das Ding ist doch da nicht umsonst. Was ist das für ein Zeug? Ich habe schon mal eins gesehen, da kam ich bloß nicht ran. Ah, das Teil muss doch irgendwas... Vielleicht brauche ich dafür irgendwas, was ich noch nicht habe. Und ich muss sagen, diese Location gefällt mir außerordentlich gut. Der Hintergrund ist so geil gemacht. Also das Spiel punktet durch die Hintergründe echt bei mir. Da ist das nächste, wo ich nicht reinkam. Oh oh. Ich nehme an, der Busch macht Schaden. Ja, das war richtig. Warum probiere ich das aus, wenn ich nur zwei Leben habe? Es geht irgendwann kaputt. Okay. Ja. Ich habe nur noch ein Herzcontainer. Aber hier ist ein Kontrollpunkt. Ich bringe mich mal einfach um. Jetzt sind wir voll. Hier ist die nächste Tür. Kann man die öffnen? Ja. Es gibt so viel zu entdecken. Was ist das hier? Und vor allem... Bist du ein Boss? Oder bist du ein NPC? Hantorekate, Isatabosque.
Takae domokase, emakiona makarekure. Nare takeone. Okay. Ich hab irgendwas, meine ich. Hier, der Grabhüter. Wenn ich eine Audienz mit dem Grabhüter wünsche, muss ich seinen Namen erfahren. Ist er das? Hier kann ich auch nicht weiter. Ich muss wahrscheinlich jetzt seinen Namen erst rausfinden. Ja, ja, er ist das. Ja, das werde ich schon irgendwann rauskriegen. Dazu sind auch diese Dokumente, die man finden kann, denke ich, da, oder? Nee, diese Noten ist ein anderer Auftrag. Naja, wir machen erstmal hier weiter. Anders komme ich ja im Augenblick nicht weiter. Hier ist eine Tür. Ja, und hier ist Endstation, ne? Ja, wie machen wir denn dann weiter? Dann bleibt ja uns nur die dicke Tür über, ne? Okay, ich cut das mal, Leute, und lauf da wieder hin. So, jetzt bin ich auch da. Dann können wir hier weitermachen. Wir können links oder rechts gehen. Ich gehe erstmal nach links. Ich habe genug heute Zeit verschwendet. Guoto. Mhm. Ja, er sieht nicht ganz so toll aus, würde ich sagen, ne? Okay, der sagt nach rechts. Oh, das ist wieder so ein Notizzettel. Das ist Nummer 4 von 9. Kann ich die Tür öffnen? Jupp. Ja, dann machen wir mal hier drin weiter. Okay, was ist das hier? Orgelraum. Nachtsymphonietheater. Okay, was kann ich hier machen? Organate, Uriakis nate kadomo. Esata uneko tikarodos. Kitoro temana koroinda ito wadane. Enaste otiro makane. Ah, man kann Lieder finden und dann abspielen. Ja, okay, improvisieren brauchen wir nicht. Ich guck mir das mal gerade an. Nachtmusik. Ich möchte gerne alle meine alten Notenblätter zurück und sie wieder auf ein Klavier spielen. Okay. Werden wir im Laufe des Spiels bestimmt finden. Ein Altar, endlich. Ein Altar sage ich schon. Ein Thron, endlich. Es gibt mehrere Sachen, die ich machen möchte. So, was bewirkt der? Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer um 10%. Ich habe hier sonst nur diese komische Axt, die ich eigentlich nicht so nutze. Ach komm, wir lassen, wie es ist. So, und ich habe 2 Punkte, die ich verteilen kann. Das waren kritische Treffer. Ich möchte gerne das andere Feld, was mir noch mehr Geld bringt. Was war das? Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer um 5%. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer um 5%. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer um 5%. Das macht nicht so viel Unterschied den meisten. Was gibt es hier so? Reduziert die Abklingzeit von Sprinten. Erhöht die Wahrscheinlichkeit auf einen kritischen Treffer. Was ist das? Erhöht den kritischen Schaden. Wieso ist da ein Schloss? Was gibt's hier oben? Reduziert die Abklingzeit von Sprinten. Erhöht die
Immunitätszeit nach einem Treffer um 25. Das hört sich gut an. Erhöht den Schaden von Nahkampfwaffen um 10%. Das hört sich noch besser an. Kritischer Treffer, da ist auch so ein Feld. Schneller Angriff. Nach einem sofortigen Erhöhen löst du. Ich gehe mal hier rechts erst jetzt lang. Klingt für mich besser. Wobei. Ja, müssen wir mal schauen, ne? So, und dann gehen wir auf jeden Fall. Wo war das jetzt nochmal? Schon so lange her. Hungerdorf, genau, Tempel der Könige, da will ich hin. Wir kriegen eine neue Fähigkeit. Ich hoffe sehr, dass es der Doppelsprung ist. Den es safe geben wird. Was möchtest du von mir? Nein. Uradakena, Seratomaka, Huastenadoma. Anikate domaskera, neisataniaka. Ineka no shike tukamade na tikaro moita wakeda. Ikai enda imai goda keta. Sashima, etamusta gakaro makotoro eva. Edama karoshu mokoda ita. Atidoma? Kaosu watane mokoda? Etamshi no korata indo waste na doma. Ist das jetzt ein neuer Auftrag? Dereska no ita sumaika himaikiru. Ishatau no karesaka no ita ganera kashite muita aura. Kunai gata kanuka inetis amidoka. Sotai. Akena usaneko etenekide kotai na shamida ni oskai mada. Oko da dukareko xe aniratarama entora kosmos. Iatena soda aeke da kaosu? Iani di moita moika neda. Akuna konoka sitora kushima te kaita toma shinara kadema. Wate da no ringu shami kade. Konaita areka. Neyuka. Ne kaita isoda? Ide. Moika nei moda o toko uita shamida atarama. Imotaro kanada shashiki no inara kodos. Hat er mir jetzt eigentlich einen neuen Auftrag gegeben? Das ist was anderes. Sehenspiegel ist auch was anderes. Tempelprüfungen ist auch was anderes. Das auch, das auch, das auch. Nö. Der gibt mir einfach nur Infos. Kann das sein? Aber er wiederholt nie was, ne? Ich tue jetzt einfach mal seine Dialogoptionen ausschöpfen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Tolles. Akane moto wake na isdo kerata. Non ka shatte inasta maseka. Esatau maseda kogoneta. Ema kedora koguosasia. Neka takeda domo imaikiru. Edaka ono kotoma edastakado itora moitakaneda. Okay, jetzt sind seine Dialogoptionen ausgeschöpft. Ja, ich weiß nicht, das sollen wohl irgendwelche Hinweise sein, wo man was finden kann oder so. Aber warum hat er das denn so energisch das Gespräch mit mir gesucht? Ich weiß es nicht. Okay, holen wir uns die zweite Fähigkeit. Ich bin gespannt, was es ist. Wie gesagt, ich hoffe, es ist der Doppelsprung. Oh, das war.
Das falsche Timing beim Sprung. Okay, die Plattform verschwindet. Okay, Checkpoint. Sehr schön. Wie gesagt, die sind sehr, sehr fair. Was war das denn? Ey, da stand ich mit dem Fuß drauf. Das... So. Als ob. Ey, manchmal dasht er nicht, ne? Manchmal schluckt er den Input. Das ist irgendwie merkwürdig. Wenn ich es zu schnell mache, nehme ich an. So. Ich wollte gerade sagen, wie soll ich da denn hinkommen? So, was wollt ihr jetzt hier von mir? Hier geht's ja weiter. Wozu sind dann die anderen Plattformen da oben? Ich kann hier hin. Das muss doch irgendeinen Sinn haben. Die sind bestimmt nicht umsonst da. Ah, ich glaube, unten kriegt man jetzt die Fähigkeit. Und es wird der Doppelsprung sein. Ich bin mir ziemlich sicher. Okay, rechts ist ein Kontrollpunkt. Da ist eine Fähigkeit. Finstere Klaue. Wandsprung. Ja, Wandsprung, okay. Schade, kein Doppelsprung, aber ein Wandsprung. Immerhin. Doppelsprung muss es auch geben. Ah, ich kann auch nicht nur quer rüber, ich kann hier. Ich kann eine Wand quasi jetzt hochdashen. Hoppala, da habe ich einen Fehler gemacht. Aber jetzt komme ich... Können wir mal hier testen? Ja, man kann die Wand hochdashen. Warum kann ich dann da nicht... Moment. Aber eben konnte ich da nicht dashen. Warum nicht? Doch, jetzt geht's. Hm, merkwürdig. Oh, und hier gibt's noch einen Spiegel. So, ich möchte gerne zum Anfang zurück. Muss man das so machen? Ich glaube es fast nicht, weil es, glaube ich, nicht möglich ist. Irgendwo muss ein Teleporter sein, den ich übersehen habe. Als ob. Bin ich zu weit gesprungen? Das gibt es nicht. So, hier habe ich die Fähigkeit bekommen, es gibt keinen Teleporter. Da sterbe ich. Hier gab es nur... Die Fähigkeit... Ja, okay. Dann muss ich irgendwie zum Anfang wiederkommen. Warte mal. Ja, ah! Man muss den Wandsprung nutzen. Ansonsten geht's nicht.
das habe ich verkackt. So. Komme ich jetzt hier bitte wieder raus? Dankeschön. Zweite Prüfung absolviert, Leute. Und wir sind am Ende der Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst gerne Like und Abo da, auch wenn ich lost heute war. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.